Und hiermit begrüße ich euch zu einer weiteren Runde 7 Days to Die. Ich bin gerade gelandet. Eigentlich wollte ich euch zum Landeanflug wieder mit dazu holen, aber das hat leider nicht funktioniert. Denn in dem Moment, wo ich den Landeanflug beginne, hat das Wetter umgeschlagen und ja, da war Nebel, nichts mehr zu sehen. Ich bin froh, dass ich bei Runde gekommen bin. Wir sind beim Händler. Gestern war Blutmond. Wer dabei war, erinnert sich. Und heute wollen wir eine Tier 4 Mission machen. Wir sind bei dem Händler, wo wir das Upgrade bekommen haben. Wo wir also quasi als nächstes auf die Tier 5 Mission hochleveln wollen. Und als erstes hatte ich ja gesagt, verkaufe ich erstmal den ganzen Rassel, den ich hier aufgesammelt habe. Also ich wundere, dass ich hier Munition verkaufe. Ja, ich habe einfach das gesamte Lager voll damit. Und ja, bin ich froh, wenn es weg ist irgendwann. Am Tag 100, also morgen, morgen, gibt es neue Ware. Und bis dahin gucken wir mal, was er uns hier anbietet. Stalker 02, das klingt interessant. Ich glaube, das ist schon auf Anhieb mein Favorit geworden. Hotel 01 haben wir auf jeden Fall schon mal gemacht, könnte man aber auch mal wieder machen. Haus Old Tudor 01, das sagt mir jetzt gar nichts, das ist ein sehr außergewöhnlicher Name. Und Downtown Strip 11, klingt auch gut. Womit fangen wir an? Mit dem. Weil ich ihn gerade angeklickt habe, ist ja am Ende Wurst. Downtown Strip 11. Sagt mir nix. Muss nix bedeuten. Gut, gucken wir mal hin, dass wir da mit dem Tragschrauber im Nebel. Fahren wir so. Eieieiei. Jo. Und jetzt nie ganz so hoch, dass du weißt, wo du lang fliegst. Dass du das siehst. Ja, zwischen Straßenlaternen durch. Eieieiei. Da muss ich dann zwischendurch auch mal nachtanken, wie ich gerade sehe. Allzu weit ist es gar nicht. Versuche mal in die Interkanalisation zu landen. Leute, wisst ihr, was das ist? Das ist das Bordell der Nachtclub. Jetzt hast du dich aber blöd hingestellt. Ach, wisst ihr, ist ja auch so völlig Wurst, wie wir stehen. So. Wir laufen ja eh darüber. Die Drohne sollte was zu essen für uns dabei haben. Ne, nicht mit dem Tragschrauber, mit der Drohne will ich interagieren. Genau, Munition haben wir dabei. Geht los und da ist auch schon ein klitzekleines Kästchen. Komm mal her. Incoming enemies, prepare for conflict. Du bist daneben gerückt. Hast mich trotzdem getroffen. Du kommst auch mit schnellen Schritten. Jojoi, haben wir hier die ganze Stadt geweckt. Ne, du bist noch nie tot. Jetzt bist du tot. Das sieht man immer ganz gut, wenn rechts unten die XP für den Kill auf eingeblendet werden, dann hat man es geschafft. So, Live News. Wir sind im Bordell. Da sind wir ja schon mal durchgegangen vor ein paar Tagen. Das ist natürlich jetzt nicht so toll, weil wir in relativ kurzem Abstand dasselbe nochmal machen. Aber hey, was soll's.
Ich habe ja immer gesagt, ich wollte gerne mal das mir anschauen. Jetzt habe ich die Möglichkeit dazu, das in vollen Zügen zu genießen. Was soll man eigentlich machen? Gebiet säubern. Machen wir. Jemand da? Nein. Da kann niemand dafür, von der wir säubern können. Das ist ja interessant. Das kennen wir schon. Gut, schauen wir weiter. Hier gibt es nichts. Ah, da sind sie. Ja, ihr seid müde, ne? Ihr arbeitet sonst nachts. Oh, daneben gehauen. Gut, weiter geht's. Gehen wir erstmal da drüben rein. Ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Ich weiß, dass wir drinnen waren, aber wo es lang ging, wie es genau aufgebaut war, weiß ich nicht mehr. Macht aber nichts. Find mal raus. Kann nicht so kompliziert sein. Nur falls noch jemand auf der Toilette sitzt, man kann es ja nicht wissen. Das nehmen wir mit. Das gibt es eigentlich dafür. Können wir zerlegen? Da kann man kann noch Blei zerlegen. Aber Blei kriegt man ja bei uns eigentlich in der in unserer ganz privaten Mine. Dann geht es wohl hier hoch. Ach, warte mal, hier. Lagerraum. Oh. Da ist zu. Wo habe ich denn euch jetzt gerade geweckt? Da oben. Ihr seid albern. Kommt doch mal runter da. Boom. Da liegt er nun. Wieso habe ich die da oben eigentlich getriggert? Achso, warte mal, hier wollte es da reingehen. Da gab es doch die zwei Bücher. Die machen wir natürlich, also Bücherkisten. Die machen wir leer. Munition kannst du immer gebrauchen. Das lassen wir liegen. Weiter geht's. Niemand da. Gespenstige Stille tagsüber. Nachts ist der Nachtclub bestimmt. Dann kannst du mitnehmen. Bestimmt besser besucht. Wir werden es nie erfahren. Ach ja, das waren ja die kleinen Kabinen hier. Ja, da waren ja. War ja nichts drin. Yucca-Pflanzensamen. Nein, haben wir schon wieder jemanden geweckt? Wo bist, kommst denn du her? Kommt noch einer. Da gibt es einen Weg rüber. Ach, da liegt was. Schau mal einer, guckt, das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, nicht gefunden, oder? Lehm, okay. Ach, na, das ist ja stylisch. Da können die Damen von hier oben nach unten.
an der Stange rutschen. So. Aber glaube ich, ein Geier kann es sein. Ich habe einen Schlafsack nicht umsortiert. Oh, ist er gerade in dem Moment umgefallen? Ich habe einen Schlafsack nicht umsortiert, das heißt, wenn ich aus irgendeinem Grund Blödsinn mache, dann lande ich in meiner Basis. Na gut, dann muss ich dann halt mit dem Moped hier herfahren. Das kriegen wir schon hin. Guck mal, da ist doch jemand. Oh, du bist drüber gesprungen. Eieieiei. Dieser Gegenstand muss repariert werden, das ist ja doof. Wenn ich treffe, kriege ich dich mit einem Schlag umgehauen. So, das Ding muss repariert werden. Wer ächzt denn hier noch? Das Geräusch klingt so, als ob jemand direkt hinter mir steht. Steht auch. Bin mir hinterhergelaufen. Ja, Drohne, jetzt brauchst du nämlich nicht mehr warnen, aber es kommt noch einer, so wie es klingt. Gut, wir laufen einfach weiter. Da liegt etwas. Holz. Übrigens jetzt weiter in der Mitte runter bestimmt nie. Guck mal, was sind denn das für Leute? Einen habe ich nicht erwischt. Jetzt, oder? Ja, ich bin auch ein bisschen sparsam mit der Munition. Man muss es ja nicht übertreiben. Sind aber groß und hässlich. Ne. Den Stuhl wolltest du eigentlich nie haben. My senses have picked up something. Na, können sie ja. So, den kannst du fallen lassen und das kannst du zerlegen. Ich nehme nicht mehr jeden Loot-Container mit, noch nicht, dass ihr euch wundert, ja, dass ich ja vielleicht mal irgendwie die ganzen Müll da unten, die ganzen Müllhaufen oder so ein Kram, Mülleimer, das versuche ich ein bisschen effektiver inzwischen zu gestalten. Wir sind ja schon relativ weit im Spiel vorangeschritten, sodass man nicht mehr jedes kleine bisschen benötigen. Hatten jetzt zwei da hinter der Theke gemacht. Jo. Nehmen wir doch gleich mal mit, die Beute. Was die Programmierer sich dabei gedacht haben, dass man die ganzen... Achso, ist die Mune alle geworden. Ja, ist klar. Weil der muss zuerst die oberste nimmt zum Nachladen. Ich hab's verstanden.
Was die Programmierer sich dabei gedacht haben, dass man die ganzen Stühle mitnehmen kann und nur die Stühle, den Rest kann man immer nicht mitnehmen. Brauche ich Kunststoff? Jetzt gerade nicht. Gehen wir runter zur Dance Party. Okay. Schön. Vielleicht sollte ich doch mehr diese Müllhaufen durchsuchen. Die scheinen ertragreicher zu sein als irgendwelche Schränke oder so. Na gut. Vielleicht doch nicht. Incoming enemies, prepare for conflict. Ach ja, Dance Party. Lade mal nach. Mach doch nicht die Tür kaputt, komm doch einfach rein, Schätzelein. Oh, such dir einen Job. Oh, guck mal, wie er da steht. Geh mal weg, ich muss erstmal schnell einen Screenshot machen. Oh. Nee, komm. So kannst du ihn streicheln. So eine Screenshots muss man mitnehmen, denke ich. Ja, weiter geht's. Ach so, ja, können wir da, ne? Können wir anfangen mit Loot ausräumen. Perfekt, machen wir los. So, alle Stühle eingesammelt, Endloot, fertig. Nee, natürlich nie. Da geht's raus. Ach so, und das war der Bereich hinter den Kulissen. Oh. Hat das jemand kaputt gemacht oder lag das beim letzten Mal auch hier hinten rum? Werden wir nie erfahren. Doch, wir können das Video angucken. Gut, sind wir jetzt hier schon weiter gewesen? Achso, da kommen wir ja dann hoch auf die Bühne wieder. Alles klar, da wollen wir auch hin. Hier ist ja das spannende Zeug. Gut. Munition und medizinisches kommen wir fast ungesehen. Nach dieses, das musst du alles mal. Du musst das mal verbrauchen. Guck mal her, Drohne. Das kriegen wir noch sortiert. Das kannst du essen. Das bringt dir natürlich jetzt gar nichts mehr, weil jetzt gerade niemand da ist, mit dem du dich anlegen kannst. Ja. Das nehmen wir mit. Tier 4 Militärhandschuhe. Was hast du eigentlich gerade für Handschuhe? Tier 6, schon schön. Was zu futtern? Eine einzelne Kartoffel. Und die kennst du zwar schon, aber das nehmen wir natürlich trotzdem mit. Und dann gucken wir nochmal, was hier drin ist. In diesem verschlossenen Behälter. Ja. Jetzt kriegen wir relativ häufig Schatzkarten, habe ich das Gefühl. Das lernen wir erstmal. Das kann man anwenden, eine Tier 1 Drohne. Das und das kannst du auf jeden Fall mitnehmen. Das nimmst du mit. 35 gibt es dafür. Das kannst du ja auch mitnehmen und dann... Naja gut, bevor du das liegen lässt, dann kannst du es auch verkaufen. Wobei, das kannst du sogar zerlegen.
Die kannst du auch zerlegen, aber da gibt es, glaube ich, bloß Robotikteile. Probieren wir es einfach aus, was es dafür gibt, oder? Ja, Robotikteile, naja, gut. Ja. War ja gar nicht so schlecht. Jetzt müssen wir mal gucken. Der Tragschrauber steht da hinten. Das heißt, wir gehen gleich hier hinten raus. Und dann machen wir uns durch den Nebel auf, zurück zum Händler. Weil hier waren wir letztens irgendwo unten drinnen an der Kanalisation. Ah, dort sind wir mal runtergegangen. Oh, machen wir heute nie. Heute wird es schon schwer. Oh, ein Polizist. Ist denn schon Sperrstunde? Oh, da hinten kommt auch noch eine Kritik von hier. Master, we are not alone. Ja, jetzt haben wir wieder die ganze Stadt geweckt hier. So, und nun hast du nämlich keinen Platz mehr für das gute Zeug hier. Ist die schon gekocht? Nö, eine rohe Kartoffel. Na komm mal, Herr Drohne, da gebe ich dir mal nichts. Okay. Das kannst du zerlegen, denn das nimmst du auf jeden Fall mit. Und das kannst du zerlegen. Und das passt doch noch. Passt nie. Passt denn das nie? Da trinkt doch halt was. Gut, passt. Los geht's. Och, guck mal. Ja, jetzt bleibt man nie an meinem Tragschrauber hängen und zerstört den nie. Bleib liegen. Kommt sie jetzt auch noch? Sehr gut, haben wir es jetzt endlich. Können wir uns jetzt um die wichtigen Sachen kümmern. Ein Start in der Häuserschlucht. Oh, das kann eigentlich nur schief gehen. Oh. Oh ja. Wusste man, dass man den Tragschrauber auch zum Abbauen von irgendwelchen Sachen benutzen kann. Uiuiui. Immer noch mal schönes Wetter. Und wir starten direkt unter der Ampel. Oh, wir sind nicht dran hängen geblieben. Oh, schön. So, wie spät haben wir es denn eigentlich? Jetzt sieht man es nie, weil das gerade alles so hell ist. 20.51 Uhr. Oh, das ist ja richtig knapp geworden, zum Händler zu kommen. Ach so, naja, es war schon mittags durch, ne? Eieiei. Dann geht man schnell noch ab und gucken mal. Das kann ich mal schauen. Da war ja eine Nachtmission dabei. Und wenn uns Dini zusagt, können wir ja die Store Gun irgendwas, also eine von den anderen Tagmissionen nehmen und die in der Nacht machen. Boah. Gucken wir mal. Könntest du jetzt mal landen? Ohne zu sterben? Naja. Warum hat es ja keine Faxen? Achso, die Belohnung muss ja auch irgendwo hin. Hier ist schon eine Schatzkarte. Schau mal einer an. Das bleibt auf jeden Fall hier. Das verkaufst du. Das bleibt hier. Das verkaufst du. Das bleibt hier. Das. Keine Ahnung. Das verkaufst du. Das bleibt hier. Das verkaufst du. Na gut. Einen heb mal auf. Das verkaufst du. Das bleibt hier. Das bleibt hier. Das verkaufst du. Das bleibt hier. Und das verkaufst, da hat man gesagt. Gut, geht los. Wird knapp. Renn schneller. Vielleicht zuerst mal schnell. Na, erstmal die Belohnung. Was haben wir denn? Das nehmen wir und das nehmen wir. Ja, passt.
Ne, die Kartoffel willst du doch gar nicht verkaufen. Wieso hast du die Kartoffel nie aufgeräumt? So, und dann zeig mal, was hast du denn für eine Nachtmission? Hugo Drive-In. Den haben wir auf jeden Fall auch schon mal gemacht. Ich weiß aber nicht, ob wir den nachts gemacht haben. Dann nehmen wir den, oder? Das ist dieses Autokino. Oh. Das Autokino, das hat man nachts, weiß ich nicht, tagsüber nachts, kann ich mich nicht dran erinnern. Erstmal den Schlafsack neu platzieren. Und die Kartoffel bleibt hier. Jo. Und das noch hier hin. Ach, die Verbandskasten hast du doch schon voll. Ja, das hast du schon 5 Stück. Nee, nee, du hattest 3. Wunderbar. Der Händler macht zu, es ist kurz vor 22 Uhr. Ich würde sagen, ohne langes Gerede verabschiede ich mich an dieser Stelle von euch. Morgen sehen wir uns am Drive-In. Wird wahrscheinlich ein bisschen später werden, wir werden es bis 22 Uhr nicht schaffen. Und dann müssen wir gucken, dass wir die Mission in der Nacht machen. Bis dahin, ich freue mich drauf und bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen.